glutenfrei oder nicht? Das ist hier die Frage. Und damit moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meiner Jahresarbeit. Heute wollen wir mal uns über eine große Unverträglichkeit der Menschheit unterhalten und gucken, was es damit auf sich hat. Heute soll es um Gluten gehen. Ja, Zöliakie. Was ist Zöliakie eigentlich? Zöliakie ist eine Glutenunverträglichkeit. Glutenunverträglichkeit ist prinzipiell falsch, da es keine Unverträglichkeit ist, sondern eine Immunreaktion auf Getreideproteine. Speziell da auf das Gluten. Und das ist halt einfach für einige Menschen, ca. 1% der weltweiten Bevölkerung ist davon betroffen, ein Problem. Da, wenn diejenigen Gluten essen oder Gluten zu sich nehmen, sich die Darmwand des Zwölffingerdarms entzündet oder entzünden kann. Darmwand, musst du dir vorstellen, ist aufgebaut wie ein Schlauch, der so Darmzotten hat, die die Darmwand sehr groß machen, weil da sehr viele Nährstoffe, lebenswichtige Nährstoffe, aus der Nahrung, aus dem Wasser zurückgewonnen werden prinzipiell und direkt in die Blutlaufbahn gelangen. Bei Zöliakie Patienten ist das nun mal so, die haben genetisch bedingt die Veranlagung dazu, Antikörper gebildet zu haben gegen Gluten. Also das Klebeeiweiß in Weizen, in Roggen, in allen möglichen Getreidearten, speziell bei den Getreidearten, die jetzt von der Hybridisierung sehr doll betroffen sind. Und die haben dagegen einfach Antikörper, genetisch veranlagt. Und wenn die Gluten zu sich nehmen, kommt da eine sehr große Immunreaktion auf die zu. Möglicherweise entzünden sich diese Darmzotten und bilden sich zurück und es kommt Übelkeit auf, man kriegt Kopfschmerzen, man kann depressive Verstimmung kriegen, es geht einem richtig schlecht, man kann einen Durchfall kriegen, man muss sich übergeben. Das sind alles Reaktionen auf dieses Gluten, weil sie es einfach nicht vertragen können, weil das Immunsystem das nicht ab kann, da es ja sofort im Darm in die Blutlaufbahn gelangt. Und dadurch entsteht dann diese krasse Reaktion. Und es geht den Menschen halt eben unfassbar schlecht. Bei Hafer und Dinkel ist das beispielsweise anders. Die haben zwar auch Gluten, aber bei weitem nicht die Menge an Gluten, was zum Beispiel andere Getreidesorten haben. Deswegen können diese Getreidesorten von den Glutenpatienten teilweise sogar vertragen werden. Und man selber als Nicht-Gluten-Patient kann diese auch besser vertragen, weil wir von Grundnatur aus so ein bisschen gegen dieses Gluten, vor allem gegen dieses krasse Gluten, was halt in diesen hybridisierten Getreidearten drin ist, eine gewisse Anti-Haltung entwickelt haben. Was auch nicht verkehrt ist, was nicht schlecht ist, weil es halt einfach in gewisser Weise dann schädlich für den Körper halt ist, da das halt einfach die Darmwand schädigt. Und die Darmwand, speziell bei diesen Zöliakie-Patienten, kann sich dann insofern entzünden, dass sich die Darmzotten zurückbilden und dadurch die Darmwand porös wird und Nährstoffe, zum Beispiel auch dann das Gluten und andere, auch schlechte Nährstoffe halt einfach oder Mineralien, direkt ins Blut kommen. Und dadurch kann halt einfach auch ein Eisenmangel entstehen. Man kann ganz, ganz doll krank werden durch diese Zöliakie. Und deswegen ist es auch als Systemerkrankung deklariert worden, dass, wenn man Zöliakie hat, ganz, ganz strikt darauf aufpassen muss, dass man kein Gluten zu sich nimmt. Weil es ist prinzipiell eine unheilbare Krankheit, da es halt einfach nicht mit irgendwelchen Medikamenten geheilt werden kann. Es kann bloß unterdrückt werden. Und aktuell gibt es Forschungsprojekte, die an Enzympräparaten arbeiten,
die prinzipiell ein Enzym bilden, das das Gluten halt spaltet. Also Gluten ist halt eine langkettige Aminosäure, die dann halt von der chemischen Schere im Darm zerschnitten wird in kleinere Aminosäuren, die dann besser verarbeitet werden können. Und dieses Enzym ist halt bei diesen Menschen halt so programmiert oder so verwandelt, dass es eben nicht diese Zerschneidreaktion hervorruft, sondern eben keine Reaktion, sondern Antikörper entwickelt und dadurch halt alles blockiert. Ich hatte eben schon mal Klebeeiweiß angesprochen. Es ist ein Protein, also ein Eiweiß, das in dem Getreide prinzipiell vorhanden ist, und das sorgt dafür, dass es in Kombination mit Wasser, also Mehl hat das Protein, in Kombination mit Wasser den Teig klebrig macht. Das heißt, der Teig hat dann ja diese typische klebrige Form, und daher hat halt Gluten das Synonym gekriegt, Klebeeiweiß. Und ganz wichtig noch zu wissen, es entsteht nicht mit der Zeit diese Erkrankung der Zöliakie, sondern es kann direkt vom Kindesalter an auftreten oder die genetische Veranlagung halt stattfinden. Es ist dann nun mal so, und damit muss man halt sein Leben lang klarkommen und sich dann eben bewusst ernähren und halt ohne Gluten ernähren. Ist zwar schwierig, weil auch viele Fertigprodukte dieses Gluten enthalten. Zwar nicht in, gleich steht nicht Gluten drauf, sondern es steht dann meist Stärke drauf. Und Stärke wird meist aus Weizen, also Weizenstärke, verwendet. Und da sollte man dann aufpassen, weil das ist natürlich dann mit Gluten, und gerade Weizen hat das meiste Gluten, und dann kann es einem dadurch sehr, sehr schlecht gehen. Und das ist ein großer Punkt, wo die Industrie dann wieder dazu gleich einen anleitet und sagt, Leute, kocht selber, dann wisst ihr genau, was drin ist. Von daher muss man genau darauf achten, was nun in Zöliakie, wo überall Gluten drin ist, wenn man eine Zöliakie-Erkrankung hat. Von daher, mein Tipp an dich, koch selber, und dazu kannst du gerne meine Rezepte verwenden. Die sind nämlich sehr oft glutenfrei und natürlich immer vegan. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Da kommst du gleich zum Google Drive-Ordner mit meinen ganzen Dokumenten drin. Unter anderem auch den Rezepten und natürlich auch meinen ausführlichen Beiträgen der Jahresarbeit. Und natürlich auch Zöliakie ist da was mit bei. Kannst du dir gerne mal durchlesen. Ansonsten würde ich auch schon sagen, was ist auch schon wieder mit der Zöliakie? Du weißt jetzt besser Bescheid. Und Gluten ist natürlich sehr weit verbreitet. Von daher hoffe ich, dass du damit keine Probleme hast, und wenn du irgendwelche Erfahrungen mit Gluten gemacht hast und so weiter, dann schreib es mal bitte hier unten in die Kommentare rein, dann können wir nochmal ein bisschen näher in Austausch gehen und ich erfahre nochmal so direkt, was das Problem bei dir ist und wie es dir damit ergeht. Bei mir persönlich, ich merke immer, wenn ich Gluten gegessen habe, das tut mir nicht so ganz gut, aber das ist ja auch dann mein Problem. Und da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, und bis dahin mach's gut und ciao, ciao!